Über 250 Erstgespräche haben Sie und Ihr Team schon geführt. Wie soll es jetzt weitergehen mit den Menschen, die sich bei Aufschwung um Begleitung, Unterstützung bewerben? Also eine Kernaufgabe ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, ihr persönliches Netzwerk hier in Österreich aufzubauen. Das persönliche Netzwerk ist eines der Hauptressourcen, die man nutzen kann und die einem auch letztendlich auf einen Arbeitsplatz bringen können und auch unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, Menschen, die schon sehr nahe vor einer Vermittlung stehen, beziehungsweise schon in einem Arbeitsdienstverhältnis stehen, dabei zu unterstützen, dass sie auch weiterhin die Deutschkenntnisse verbessern und vielleicht auch Kurse machen, wo sie ihre Fachsprachen vertiefen können. Und der dritte Schwerpunkt ist vor allem bei den Menschen, die weder im Herkunftsland noch in Österreich eine Ausbildung absolvieren konnten, sie dahingehend zu unterstützen, dass wir ihnen Ausbildungen näher bringen, welche in einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten absolviert werden können, damit sie quasi möglichst zeitnah in den Arbeitsmarkt eintreten können, aber auch gleichzeitig eine Chance haben, sich durch eine Ausbildung auch länger am Arbeitsmarkt zu halten. Das heißt, letztendlich wollen wir Chancen ermöglichen und Zukunft absichern.